Warum musste eigentlich ausgerechnet deine Bombe rumliegen? Das konnte ja nun wirklich keiner ahnen. Also wenn die hochgegangen wäre, ich darf gar nicht daran denken. Sie ist aber nicht hochgegangen. Außerdem, was können wir denn dafür, wenn die Einsteiner so blöd sind und nicht rechnen können und deshalb an der falschen Stelle graben? Auf jeden Fall ist es jetzt vorbei. Weitersuchen werden die wohl nicht. Bestimmt nicht. Wollen wir einen Tipp geben, wo der Schatz wirklich ist? Sicher, aber alles zu seiner Zeit. Die wird ein Gesicht machen. Hi, habt ihr das von der Bombe mitbekommen? Ja, klar haben wir. Und wusstet ihr auch, dass die Flaschenpost, die wir gestern gefunden haben, uns zu der Bombe geführt hat? Nee, sag bloß. Was darf ich dir bringen, Alexandra? Ich nehme, ach, ich weiß auch nicht, irgendwas. Okay, wird gemacht. Irgendwas, das ist meine Spezialität. Mit und ohne Sahne. Hier, das Wasser vom See ist sauber, von Öl, keine Spur. Alexandra, komm mal. Ja, ich kann nicht. Hey, augenblicklich, bekomm doch mein Eis. Es ist aber wichtig. Los, setz dich hin. Ich weiß jetzt, warum wir den Schatz nicht gefunden haben. Ja, weil es gar keinen gibt. Nein, weil wir uns geirrt haben. Die Karte hat uns in die Irre geführt. Nicht der höchste Punkt am Rande des Kastells ist gemeint, sondern der auf dem Dach. Und den Schornstein auf dem Nebengebäude, den gab es nämlich damals gar nicht, weil dieses Gebäude als Stall benutzt wurde. Also haben wir ein falsches Foto erwischt. Ja, und den Turm auf dem Schloss, den gab es damals schon. Bist du jetzt fertig? Nein. Und soll ich dir noch was sagen? An die Sommerzeit haben wir nämlich auch nicht gedacht. Denn um 12 Uhr ist die Sonne erst auf dem Stand von 11 Uhr. Oh je, darauf hätte ich auch kommen müssen. Also haben wir an einer völlig falschen Stelle gegraben. Das bedeutet, wir müssen alles nochmal berechnen. Das hat übrigens der Tester gegeben. Ach, was weiß ich? Das ist doch jetzt total uninteressant. Also, was ist? Oder muss ich alles alleine machen? Okay, los. Alexandra, was ist mit deinem Eis? Ich habe keine Zeit. Ich glaube, wir sind wieder am Spielen. Was willst du jetzt eigentlich mit den Blumen machen? Sonja schenken? Hey, keine schlechte Idee. Ja, aber wenn ich mir so recht überlege, nicht gerade stilvoll. Für die Ex basteln und der neuen schicken? Nee. Da ist was dran. Ich glaube, die landen im Altpapier. Eigentlich schade drum. Hi. Hey, kannst du mit ein paar Körbe werfen? Leider keine Sportklamotten bei. Ist doch völlig egal. Ja, heute nicht. Was denn jetzt eigentlich mit Katharina? Ja, es ist aus zwischen uns und sie kommt nicht mehr aufs Anschein zurück. Also hatten die Mädels doch recht. Womit denn? Ja, dass Katharina einen Vertrag als Model angenommen hat. Ja, aber wie es aussieht, geht sie jetzt wahrscheinlich doch eher nach Hollywood. Was? Ja. Die Angebote sind besser. Sie soll da in einem Film mitspielen mit Leonardo DiCaprio als... Ja, klar. Der große Leonardo DiCaprio mit der kleinen Katharina aus Düsseldorf. Hm. Psch, nicht so laut. Ist top secret. Ja, sicher. Zuerst hat sie mit ihm betrogen. Und jetzt sind die beiden zusammen. Jetzt sag mal wirklich, was mit Katharina los ist. Ja, die war jetzt lange nicht so spannend. Naja. Sie wird jetzt zu meinem Vater nach Düsseldorf ziehen und dort auch zur Schule gehen. Und jetzt ist es nun wirklich aus mit uns. Ja, und das steckst du so einfach weg. Ja, gibt es auch gute Gründe für. Aber die erzähle ich dir später. Ach. Ja, und die hier, die kannst du deiner Nadine schenken. Naja, mit besten Grüßen. Und sag ihr, sie soll nicht immer alles glauben, was man ihr erzählt. Ja, danke. Ach. Und wisst ihr was? Die hier, die werde ich Katharina schicken. Sozusagen als Dankeschön für eine wunderschöne Zeit. Marilyn Monroe? Nein. Claudia Schiffer? Nein. Katharina? Och, Menno. So, ihr Lieben, jetzt packt aber bitte eure Physikbücher. Frau Geilwitz, das war jetzt aber mit dem Holzhammer. Wenn ihr sonst nicht kapiert. Du bist dran. Kann ich lieber eine andere Karte ziehen? Kommt nicht in Frage, das ist gegen die Spielregeln. Was ist denn hier schon wieder los? Haben wir vielleicht Bastel schon oder was? Finger weg, junges Fräulein, so weit kommt das noch. Ist dir denn die Gefahr nicht bewusst? Ehe man sich versieht, haben wir einen Schwelbrand. Und dann? Sind die für mich? Erst brennen die Blumen, dann das Foyer und dann plötzlich die Schülerbar. Wenn ich dich also bitten dürfte, dir zu vergegenwärtigen, wie sich beispielsweise Heinrich der Vorsichtige in dieser brenzligen Situation verhalten hätte. Irgendwie gut, der Wolf drauf hat. Und nun zu euch. Finger weg von der Anlage. Diese Anlage wird nicht in Betrieb genommen, bevor Herr Pasulke sie in Ordnung gebracht hat.
Ganz recht, junger Mann. Ich freue mich, dass wenigstens einer von euch ab und an eine Art von Verantwortungsbewusstsein erkennen lässt. Ja, so. Hier muss es sein. Das geht doch gar nicht. Die Polizei hat doch alles mit Metalldetektoren abgesucht. Aber nur nach Bomben. Gold und Silber hätten die auch gefunden. Naja, vielleicht sind es ja auch Edelsteine, Diamanten, alte, verloren geglaubte Gemälde oder kostbare Bücher. Naja, gleich werden wir es wissen. Wie konnte ich mich nur auf so einen Unsinn einlassen? Weil du einen Schatz finden willst, genau wie ich. Da ist was! Siehst du, hab ich doch gesagt, da ist was! Da ist er. Unser Schatz. Willkommen auf Schloss Einstein. Das kriegt ihr zurück, das schwöre ich euch. Oh.